Ich stehe vor der kleinen oder grösseren Herausforderung, euch eben den Begriff Social Entrepreneurship oder was man darunter versteht, zu erklären oder näher zu bringen, und zwar ohne die Unterstützung von einer Präsentation, beziehungsweise keine, die ich selber beeinflussen kann. ich gebe mein Bestes. Ja, vielleicht zuerst noch eine kleine Begriffsdefinition. Social Entrepreneurship. Zuerst mit einem zweiten Wort. Das Wort Entrepreneurship bedeutet schlussendlich nichts anderes im Englischen als Unternehmertum und Unternehmergeist. Sehr häufig wird damit eigentlich eher die Start-up-Phase bezeichnet, also wenn ein Unternehmen frisch gegründet wird. Aber prinzipiell kann man das Wort anwenden für die ganze Lebensspanne. Also es ist Unternehmertum. Das Wort Social vorne dran wird im Deutschen eben gerne, wie jetzt auch von dir, Christina, wie auch gerne von uns selber, mit dem Wort sozial übersetzt. Ein bisschen genauer wäre eigentlich eher gesellschaftlich. Und das versuchen wir auch eher so zu verstehen. Also es ist eigentlich eher gesellschaftliches Unternehmertum und nicht soziales Unternehmertum, auch wenn wir selber den Begriff immer noch verwenden. Es ist ein bisschen verwirrend. Das Problem ist das, dass häufig dann unter sozialem Unternehmertum eigentlich Sozialfirmen verstanden werden, die nicht unbedingt selber unternehmerisch tätig sind, sondern zum Beispiel eine Arbeitsintegration machen. Und wir reden wirklich Social Entrepreneurship, geht um Unternehmertum, das gesellschaftliche Wirkung fördert. Die gesellschaftliche Wirkung, die ist auch nicht begrenzt auf Soziales, sondern die kann auch ökologischer Natur sein. Nachhaltigkeit ist in aller Munde, gerade in der Wirtschaftswelt. Die positive gesellschaftliche Wirkung kann aber auch kultureller Natur sein. Ganz wichtig ist, im Social Entrepreneurship steht die Wirkung vor der Gewinnmaximierung oder der Gewinnorientierung. Also die Wirkung, die man erzielt mit seinem Unternehmen, das steht im Vordergrund. Und das Erwirtschaften vom Gewinn ist quasi ein Mittel zum Zweck. Social Entrepreneurs entwickeln also Geschäftsmodelle, die ein soziales, ein ökologisches oder ein kulturelles Problem lösen. Vielleicht hilft die Vorstellung von einer Linie oder einer X-Achse, wo man sagt, auf der einen Seite ist die finanzielle Rendite, also dort, wo eigentlich börsenkotierte Unternehmen sind, wo der Shareholder Value im Vordergrund steht, und auf der anderen Seite von der Linie ist die Wirkung. Dort wären klassische NPOs, also Non-Profit-Organisationen, angesiedelt, die Spenden finanziert sind, die durch Fördermittel finanziert sind und einfach ihre Wirkung möchten erzielen. Und Social Entrepreneurship ist quasi in der Mitte und versucht, die beiden Welten zu verbinden und also ihre Tätigkeit eben durch wirtschaftliche Tätigkeit zu finanzieren. SENS hat 5 Prinzipien aufgestellt, die für Social Entrepreneurship das sollen definieren und eine Richtlinie bieten. Und die 5 Prinzipien die basieren auf 3 Grundpfeilern von der OECD. Das ist die Wirkungsorientierung, die wirtschaftliche Tätigkeit und die Governance, also Partizipation. Die 3 Bereiche sollen zusammengebracht werden. Das erste Prinzip für Social Entrepreneurship gemäß SENS ist, der Unternehmenszweck liegt in der positiven sozialen, ökologischen oder kulturellen Wirkung. Eben eine gesellschaftliche Mission und nicht Profitmaximierung. Das zweite Prinzip ist, die Entscheidungskompetenz und Verantwortung liegt autonom beim Unternehmen. Es handelt sich also nicht um eine Organisation oder ein Projekt von einem grossen Konzern etc. Es ist ein eigenes kleines Unternehmen, das selber geführt wird. Das dritte Prinzip ist, die Erlöse, die das Unternehmen erwirtschaftet, müssen zumindest 50% aus eigenen Dienstleistungen und Produkten bestehen. Von dort her kommt die Abgrenzung zu der Non-Profit-Organisation. Also das ist die unternehmerische Tätigkeit, die das Ganze finanzieren soll. Das vierte Prinzip ist, Ertragsüberschüsse werden zu einem grossen Teil für die gesellschaftliche Wirkung reinvestiert. Und das fünfte Prinzip ist, Stakeholder erhalten Mitwirkungsmöglichkeit. Stakeholder sind alle Beteiligten im Umfeld eines Unternehmens. Das sind die Arbeitnehmer, das ist die Geschäftsleitung, das ist der Vorstand, wenn es einen gibt. Das sind aber auch Kunden, das sind Zulieferer, das können Behörden sein. Stakeholder sind alle. Und das fünfte Prinzip ist, Stakeholder erhalten Mitwirkungsmöglichkeit.
Um das Ganze ein bisschen zu versinnbildlichen, würde ich euch gerne von einem einfachen Beispiel erzählen, das bei uns Mitglied ist. Das Beispiel ist Recircle. Vielleicht kennt das der eine oder andere bei euch. Das sind die olivfarbenen, auberginefarbenen Mehrweggeschirr, die es inzwischen an sehr, sehr vielen Orten im Takeaway gibt. Gründer, also das Gründerteam von Recircle hat sich überlegt, wie kann man dieser Flut von Einweggeschirr, die jeden Tag gerade von der schaffenden Bevölkerung eigentlich am Mittag gebraucht wird, um irgendwo das Mittag zu holen, wie kann man dieser ganzen Flut von Einweggeschirr etwas entgegen haben? Und sie hat sich überlegt, man könnte ein Mehrwegkonzept entwickeln, wo alle mitmachen. Also nicht nur Coop und Migros, sondern auch die Kleinen. Einfach alle, die quasi Takeaway-Essen anbieten, die machen dort mit. Und so sind sie auf das Konzept gekommen, wo man gegen ein Depot Mehrweggeschirr haben kann und das nicht am gleichen Ort muss zurückbringen, wo man es sich zum Mittag geholt hat am Dienstag, sondern am Mittwoch kann man es dann auch an einem anderen Ort zurückbringen. Man muss es nicht mal waschen, es wird dann auch wieder gewaschen. Also es ist eine einfache Lösung eigentlich für so ein Problem und es funktioniert unternehmerisch. Also es ist möglich, damit zu wirtschaften und Geld zu verdienen. Und je besser es läuft, desto besser ist auch die Wirkung, desto grösser ist die Wirkung. Jetzt, was macht Sens? Sens ist eine junge Organisation. Wir sind eine Plattform, als ein Verein organisiert. Wir sehen uns gerne als Plattform, die versucht, Öffentlichkeit zu schaffen für diese Form von Unternehmertum. Das machen wir mit einem jährlichen Forum. Das nennen wir Swiss Social Economy Forum, ein bisschen als Pendant zum Swiss Economic Forum. Wir schaffen Netzwerke, wir vernetzen Social Entrepreneurs untereinander. Wir haben ein Start-up- und Innovationsprogramm, wo wir junge Start-ups fördern, die in der Gründungsphase sind, aber auch in einer späteren Phase, wo es ums Wachstum geht. Und wir versuchen, Wirkung zu messen, dass wir auch belegen, dass wir zeigen können, was Social Entrepreneurs in der Schweiz erschaffen und wirken. Besonders gut zum heutigen Oben passt eigentlich unser fünftes Prinzip. Das ist Stakeholder erhalten Mitwirkungsmöglichkeit. Es ist also quasi die Partizipation im Unternehmerischen. Weil als wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft, das ist das wirtschaftliche Handeln, ist es unglaublich wichtig, dass einfach alle Beteiligten in den Entscheidungsprozessen, die gefällt werden, dass sie dort mit einbezogen werden. Weil gerade speziell eigentlich in der Wirtschaft ist es noch sehr üblich, dass man ein traditionelles hierarchisches System hat, wo top-down entschieden wird. Und man stelle sich vor, wie eine Wirtschaft könnte aussehen, wo alle, die von diesem Entscheidungsprozess betroffen sind, auch irgendwie mitentscheiden könnten. Dazu schaffen Social Entrepreneurs innovative Lösungen und zeigen auf, wie es anders kann funktionieren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Als nächstes ist Peter Stadler.